Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 2 Innocent Sim. Mittlerweile, Sin, nicht Sim. Ja, so habe ich das, glaube ich, die ersten Male damals auch verstanden. Innocent Sim. Da dachte ich auch irgendwie immer an die Sims. Mittlerweile haben wir den 3. Februar um 3 Uhr morgens. Wir haben in der letzten Folge nochmal ein wenig über die Spielindustrie geschnaggelt und werden jetzt schätzungsweise mal, wenn ich wieder die richtigen Tasten drücke, ins 3. Stockwerk gehen, denn hier haben wir alles und gerade als ich das Spiel gestartet hatte, alles, sagte ich, was geht denn hier ab? Ha? Das ist wahrscheinlich, das ist täuscht, oder? Weil das hier, das ist ja, es ist einfach, also das hier, das wundert mich nicht, das ist einfach dann ein Regal, aber das hier, das verstehe ich nicht so hundertprozentig. Elevator. Naja, ja, ich habe gerade so das Spiel gestartet und ich finde die Musik hier extrem cool, ne? Weil das hat so was Funkiges, was Makaberes, was Cooles irgendwie. Also du bist in einem, wie ich es ja schon in den letzten Folgen so angedeutet habe, dass diese Dungeons, diese Umgebungen ja nicht wirklich oft verwendet werden. Du bist in so einem handelsüblichen Plattenladen. Die Musik ist auch ein bisschen funky, gleichzeitig laufen aber überall Dämonen rum und es ist irgendwo schon eine düstere Geschichte. Das ist, ich mag so diese Kombination aus ja, so subtilem, teils makaberem, schwarzen Humor und auch so trotzdem so ein bisschen Spaß mit drin und so weiter. Das finde ich ganz, ganz cool. Ja. Und ich muss zum Thema Spielindustrie doch noch etwas hinterherhauen. Ich habe es ja minimal angesprochen. So von wegen durch Crash Team Racing und so weiter hatten wir ja so Free-to-Play-Sachen. Es gab in den letzten Jahren natürlich drei Giganten, die man nicht vergessen sollte. Nämlich unter anderem Overwatch, was ja 2016 rausgekommen ist, Counter-Strike, CSGO. Counter-Strike gab es ja schon in den 90ern, aber mit CSGO, was, frag mich nicht, wann das rausgekommen ist. Es könnte schon sein, dass das vor 2014 rausgekommen ist, aber ja, Counter-Strike, Overwatch und League of Legends. Was gut, gab es auch schon 2010, aber das waren so die Spiele, die ja wirklich dann so nach 2014 richtig steil gegangen sind und die darf man nicht außer Acht lassen, denn wie gesagt, einerseits haben sie meiner Meinung nach nochmal stark diesen Free-to-Play-Charakter in den Vordergrund gebracht, der aber an und für sich okay ist, weil du da ja nur für kosmetische Sachen bezahlst, das heißt, du hast keine Gameplay-Vorteile. Es gab ja auch viele Spiele, die in der Vergangenheit vorgegaukelt haben, Free-to-Plays zu sein. In Wirklichkeit waren sie dann Pay-to-Wins. Das bedeutet, wenn du richtiges Geld investiert hast, hattest du Gameplay-Vorteile, was die, wie gesagt, nicht hatten. Super, aber wir waren ja gerade schon leicht beim Thema schwarzen Humor. Ich mag ja schwarzen Humor und so weiter. Und dementsprechend muss ich jetzt auch mal eiskalt sagen, dass mich etwas an diesen Spielmonopolen natürlich sehr stark stört. Eines, was sie alle gemeinsam hatten, in erster Linie vorrangig, war das natürlich bei LOL ganz schlimm. Also würde ich die drei Sachen nummerieren, würde ich sagen, Overwatch und CSGO würde ich so, ja, auf den zweiten, dritten Platz setzen, je nachdem, was man präferiert. Ich muss zugeben, dass ich beide im Verhältnis zu League of Legends, wo ich ja quasi, bestimmt 700, 800 Stunden investiert habe, relativ wenig, also verhältnismäßig wenig gespielt habe. Deswegen könnt ihr natürlich lieben gerne selber entscheiden, okay, was setze ich jetzt auf den zweiten oder auf den dritten Platz, beziehungsweise würde ich einfach eine Skala von 1 bis 10 benutzen. 1 harmlos und 10 super krass, dann würde ich, wie gesagt, CSGO und Overwatch irgendwo zwischen 1 und 5 platzieren und League of Legends würde ich dann auf Platz 5000 setzen. Also von einer Skala von 1 bis 10 würde ich League of Legends auf die 5000 setzen, weil alle, aber wie gesagt, vorrangig die LOL-Community so fucking
toxisch ist, dass ich ganz schwarzhumorisch sagen muss, dass wenn die Juden, die damals im Zweiten Weltkrieg vergast wurden, wenn die durch die Zeit reisen könnten und sich ins Jahr 2020 oder halt irgendwas zwischen 14 und 2020 hätten porten können. Ich sage euch Leute, wenn die League of Legends gespielt hätten, wenn die die Community gesehen hätten, die wären freiwillig wieder in die Gaskammer gegangen. Weil das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Und wenn ihr diesen metaphorischen Schwarzhumor extrem abstoßend gerade fandet, dann habe ich schätzungsweise mein Ziel erreicht. Weil genau das wollte ich nämlich erreichen. Weil es ist wirklich so ekelhaft, dass ich kann nur jedem sagen, wir haben ja vor einigen Folgen über mein Traumata zwecks E-Girls und so weiter geredet. League of Legends an und für sich ist auch ein einziges Traumata und ich kann nur jeden beglückwünschen, der sich nicht damit beschäftigen musste. Wie gesagt, Overwatch und CSGO haben auch eine sehr toxische Community, aber nichts geht über LOL. Wenn ihr LOL noch nicht gespielt habt, dann kann ich euch nur wirklich wärmstens empfehlen, fangt nicht damit an, weil das ist wirklich wie soll ich das sagen? Ich möchte das Thema auch nicht zu breit ausschlagen, weil ich schon einige Videoformate damit gefüllt habe. Aber LOL, ich habe es ja wirklich, nachdem ich das Persona PSP Let's Play fertig hatte, hatte ich mit LOL angefangen. Also ich habe LOL von Sommer 2014 bis Anfang 2019, wobei, das war schon davor, bis Ende 2017, Mitte 14 bis Ende 17 kontinuierlich gespielt, jeden Tag mindestens 5 Stunden. Also wegen Schule war das natürlich so nach 16, so zwischen 14 und 16 habe ich es mindestens 5 Stunden am Tag gespielt. Und nach 16, Sommer 16, wo ich dann nicht mehr in der Schule war, habe ich es 10, 15 Stunden am Tag gespielt. Also das war so, es war so ein bisschen, ich war quasi wie so ein Borderline Teenie-Mädchen, welches einfach nicht von ihrem manipulativen Freund weggekommen ist. Ja, also sowas gibt es ja immer wieder. Wir hatten das Thema ja auch, dass das Mädchen von ihren Freunden manipuliert, seelisch oder sogar physisch vergewaltigt werden. Und es bildet sich dann, na klar redest du jetzt mit mir, aber ich meine, wir haben doch einen Kontakt, oder? Einen Vertrag, das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Muss ich dann eine Frage beantworten oder so? Keine Ahnung. Hab ich's gerade erklärt? Ja, also es bildet sich eine gewisse Abhängigkeit. Tief in ihrem Herzen wissen sie, dass es nicht gut ist. Aber sie denken sich vielleicht so, ja, ich bin ja wertlos und kein anderer Kerl. Sie ist aber abgehauen, ne? Gerade hier. Kein anderer Kerl würde mich nehmen, also ich bleib lieber bei meinem Vergewaltiger, weil ich fernab von meinem Vergewaltiger würde sich eh keiner für mich interessieren. Und es ist ja nicht alles schlecht an ihm und dann kommt so dieses selektive Gedächtnis und so weiter. Und so hat sich LOL für mich angefühlt. Ja, LOL, Overwatch und CSGO. Diese Gameplays der drei Spiele sind wirklich nahezu perfekt. Jedes auf seine eigene Art und Weise. Und das ist auch der Grund, wieso ich so lange LOL gespielt habe, wieso ich dann innerhalb von dreieinhalb Jahren auf meine 800 Stunden gekommen bin. Wahrscheinlich sind es sogar noch mehr und der Zeiger ist einfach kaputt. Ich habe es ja zwischendurch deinstalliert, also ich weiß nicht, ob er da wirklich meine volle Zeit ablesen konnte von meinen Dateien. Und wenn das Gameplay, ich habe es ja eben gesagt, super, ja. Das Problem an diesen Spielen ist aber einerseits die Community. Ich habe ja jetzt Spielindustrie technisch sehr hart die Spielentwickler gedisst, aber man muss natürlich auch andererseits die Leute kritisieren, die sowas kaufen, ne? So, ich hatte ja in meinem Persona Let's Play Anfang 2014, da war ich ja noch nicht so weit, da habe ich ja auch immer die Let's Player kritisiert, von wegen, ja, Gronkh, böser Gronkh, ich wünschte, Gronkh würde mit Let's Plays aufhören. Aber mittlerweile habe ich natürlich auch gecheckt, dass es ja, einerseits hast du ja die Creator und andererseits hast du aber auch die Konsumenten. So, und wenn die Konsumenten natürlich Scheiße verlangen, dann kannst du es den Content Creator bzw. den Spielentwicklern natürlich auch nicht übel nehmen, wenn sie dann sowas machen. Ja, und dementsprechend muss ich hier auch zurückrudern und mich minimal bei Gronkh
wird ja eh keiner hören, aber mich trotzdem. Es gibt mir ins Prinzip, ich habe in der Vergangenheit etwas schlecht behandelt, muss ich mich hier auch einfach entschuldigen und sagen, ja, also man kann dem ja auch nicht die hundertprozentige Schuld geben. Und so ist es dann eben halt bei diesen drei genannten Spielen so, dass das Gameplay an und für sich perfekt ist und ich rein theoretisch eben, weil es perfekt ist, immer noch fucking League of Legends spielen würde und ich bereue es auch, dass ich die Zeit, die ich da rein investiert habe, nicht aufgenommen habe. Ich meine, es gab mal so ein halbes Jahr oder so, wo ich fast alles gestreamt habe. Die meisten Streams habe ich auch noch gespeichert, zumindest visuell. Das meiste wurde ja audiomäßig, also akustisch, gesperrt, weil man ja nebenbei hat Musik laufen lassen und die meisten musikalischen Sachen sind ja geschützt. Ich verstehe das nicht. Ich wollte doch irgendwie da runter, aber irgendwie, keine Ahnung. Karte und visuelle Wahrnehmung harmonieren wieder mal nicht miteinander. In Fachkreisen nennt man das auch Orientierungslosigkeit. Ja, wenn das Gameplay super wäre, perfekt und so weiter. Aber das Problem ist halt, dass die Communities dieser Spiele sind so abgrundtief toxisch, dass das einfach nicht geht, ja. Weil das sind ja auch alles Teamspiele und es ist quasi egal, wie gut du bist, dadurch, dass deine Teamkameraden zu 90% immer scheiße sind, hast du keinen Spaß an diesem Spiel, weil sie einerseits scheiße sind, sie sind A, scheiße, und B, wollen sie sich aber auch keine Schuld eingestehen, ja? Also du, einerseits hast du die ganze Zeit damit zu kämpfen, dass deine Teamkameraden scheiße sind, und wenn du dann versuchst, auf sie einzureden, zu sagen, hey, merkst du nicht, dass wir jetzt wegen dir verloren haben, dann hast du halt B, noch das Problem, dass jeder uneinsichtig, jeder egoistisch ist und die Schuld komplett auf dich schiebt, und wenn es nicht die Community ist, die dich richtig physisch penetriert, dann sind es halt natürlich auch die Leute, die für diese Spiele verantwortlich sind. Diese ganzen Balance-Leute, ja. Du kriegst dann im Falle von Overwatch und LOL, kriegst du alle 2 Wochen so Updates, so, da gibt es ja mehrere Charaktere und dann heißt es so, ja, der Charakter ist jetzt stärker, der Charakter ist jetzt schwacher und du musst quasi alle 2 Wochen das Spiel neu lernen, was komplett bescheuert ist. Und die Sachen, die dann auch in den Jahren eingeführt wurden. Also bei mir war das ja so, ich habe ja wie gesagt LOL mit 2014 angefangen, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, ich bin schon 2014 Jahre alt, offensichtlich. Daher auch immer diese ganzen schwarzhumorischen Witze. Ich war nämlich damals dabei und deswegen weiß ich, wie die Jungen sich fühlen und ich weiß auch, wie es in KLs ist. Hatte ich vorhin KZs gesagt? Ja, eigentlich heißt es ja KL, Indoktrination. Das haben sie uns ja auch eingebläut. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Konzentrationslager ist, die Abkürzung ist ja nicht wirklich KZ, sondern KL, Konzentrationslager. Jedenfalls, ja, ich weiß, wie es denen da geht. Und dementsprechend wüsste ich auch, wie sie bei LOL reagieren würden. Nein, Spaß. Offensichtlich, ich drücke wieder die falschen Tasten. Die Leute, die machen, verunstalten, haben das Spiel halt über die Jahre verunstaltet. Und als ich angefangen hatte, ich check das nicht. Ja, hier ist halt irgendwie eine Wand. Warum ist die Wand da? Nee, da will ich doch nicht hin. Moment. Die Karte macht mich schon wieder so aggro. Ja, und ich kann natürlich auch nicht wirklich damit harmonieren, wenn immer alle 5 Sekunden Zufallskämpfe kommen. Ich muss aufpassen. Ich wollte die Folge eigentlich nicht wieder auf 40.000 Minuten strecken. Und natürlich redet der Wichser jetzt wieder mit mir. Als ich angefangen hatte, da war das Spiel gerade in seiner Höchstform, beziehungsweise es ging schon langsam den Berg runter, aber es war noch schön. All meine, in Anführungsstrichen, Freunde haben das auch gespielt, alle 2, 3, die ich tatsächlich hatte zu der Zeit, die natürlich auch mittlerweile kein LOL mehr spielen. Also es war okay, ich habe fast noch die Blütezeit miterlebt, aber es ist dann, wie gesagt, den Berg runtergegangen. Weil man hat eben versucht, da haben sich Nachfrage und Angebot gegenseitig vergiftet. Ja, man hat versucht, immer hip zu bleiben. Diese ADHS-Minderheit, damals war das eben noch die Minderheit. Man hat versucht, die ADHS-Konsumenten zu überzeugen, indem man halt angefangen hat, alle 2 Wochen ein Update rauszubringen. Und das hat sich dann
Und dadurch, dass man alle 2 Wochen ein Update rausgebracht hat, wurde das Spiel immer instabiler, weil stellt euch vor, ihr würdet alle 2 Wochen an eurem Auto rumschrauben oder ihr würdet alle 2 Wochen zum Arzt gehen, euch was rein und raus operieren lassen. Das wird natürlich immer instabiler und dementsprechend hat man die ADHS-Leute dann reingelockt und die hatten sich dann eingenistet und haben natürlich immer an dem Spiel herumgemeckert und dementsprechend... Ich check das nicht, Leute. Ich check dieses Spiel nicht, ne? Ich drehe mich jetzt hier rum, okay? So, ich drücke jetzt auf Dreieck. Aber wieso werde ich... Was ist denn das bitte für eine Perspektive? Habe ich den Laden falsch gedreht? Guck mal. Wieso zeigt der nicht nach links? Ich drehe... Hä? Moment, nee. Die Karte dreht sich ja. Die... Was? Ich check das Spiel nicht. Also, ich stehe jetzt so... Das heißt... Wenn ich das jetzt so drehe, dann muss ich jetzt nach hinten laufen. Da ist die Kiste. Mein Gott, ey. Karten, die sich mit dem Spieler mitdrehen. Wozu hat man denn eine Karte? Ja, jetzt könnte man natürlich wieder sagen, ja, du hast ja natürlich auch Himmelsrichtung. Ne? Norden, Süden, Osten, Westen. Aber wie gesagt, ich bin halt scheiße, was Orientierung angeht. Ach, wo war ich jetzt? Ja, man hat... Die Leute haben natürlich dann immer weiter gemeckert und dementsprechend haben sie dann, sie haben natürlich versucht, dann auf die Kritik einzugehen, aber sie haben es halt immer schlimmer gemacht, ja. Und es kamen ja dann auch meist keine rationalen Vorschläge, sondern die Leute, die sich beschwert haben, waren dann die, die einfach zu blöd waren, das Spiel zu spielen. Und letzten Endes hat man dann eben gute Spieler wie mich rausgeekelt. So. Aber gut, das nur so am Rande. Ich möchte das jetzt auch nicht weiter vertiefen, weil ich, wie gesagt, viele LOL-Videos gemacht habe. 2 Premiere, die ich euch empfehlen kann. 2 Formate. Das ist einmal Ravonne in der Irrenanstalt Staffel 1 und Ravonne in der Irrenanstalt Staffel 2. Staffel 1 war quasi der Moment, wo ich angefangen habe. Ich hatte, glaube ich, 4 Wochen gespielt und, Ich kam als eine ruhige Person rein, die sich darüber beschwert hat, dass das Spiel mich halt vergewaltigen will. Ja, das Spiel, ich sag's mal wieder gerne, ist Gesellschaft pur. Also man wird zu Sachen gezwungen, man kriegt Sachen aufgebürdet, man muss Charaktere spielen, die man nicht spielen will. Man muss Positionen spielen, die man nicht spielen will, weil alles halt an gewisse Regeln gebunden ist, wie in unserer Gesellschaft. Alles macht überhaupt gar keinen Sinn, aber jeder fügt sich. Es ist alles unfair und scheiße und man wird gemobbt und wenn man nicht ein Mitläufer ist, dann wird man fertig gemacht. Kurzfassung. Das habe ich unter anderem erklärt, dass ich das natürlich ekelhaft finde und bei Ravonne in der Irrenanstalt 2, das war dann wie gesagt... Ende 2019, also quasi 5 Jahre und ein paar zerquetschte Monate später. Ich bin, wie gesagt, als ruhige Person, die sich gewundert hat, dass Leute in diesem Spiel von jetzt auf gleich komplett ausrasten, bin ich da reingegangen, ja. Und 5,5 Jahre später bin ich genau zu dieser Person geworden, beziehungsweise ich bin schon dann 2-3 Jahre vorher, also 2016, 2017, bin ich zu dieser Person geworden, aber dann mit Staffel 2 habe ich quasi dann gezeigt, was einfach mit euch passiert, wenn ihr dieses Spiel regelmäßig spielt, ja. Also anfangs habe ich mich hingestellt, habe gesagt, hey, mein Gott, können die nicht alle mal chillen und müssen die, ich verstehe das nicht, dass ein Spiel einen so aggressiv machen kann, dass man dann anfängt, Leute zu beleidigen und zu bedrohen. Und 5 Jahre später mache ich genau das und disse einfach jeden weg und sage, dass ich am liebsten alle umbringen möchte. Ja, also wenn euch das wirklich interessiert, wenn ihr überhaupt noch gar keine Berührungspunkte mit LOL hattet, dann kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Das Ding ist ja, wie gesagt, auch das, wie gesagt, hier nur die Kurzfassung. Ich hatte mir ja in diesem Spiel was aufgebaut. Was mich ja an diesen Spielen, an diesen 3 Spielen so gefesselt hat, war die Tatsache, dass, ich war ja früher Call of Duty-Zocker und habe mir dann jedes Jahr halt einen neuen Call of Duty-Teil geholt und
alles, was man dann eben halt in diesem einen Call of Duty Jahr erreicht hat, das konnte man ja nicht mit ins nächste Spiel nehmen. Und diese Spiele, vor allem LOL, war ja im Jahr 2014 schon 4 Jahre alt und das existiert ja immer noch. Und du, das ist quasi ein, nicht nur, dass es kostenlos ist, also selbst wenn du etwas dafür bezahlt hättest, das ist ja ein Spiel, was seit über 10 Jahren aktiv ist. Und das hat mich halt mega gefreut, dass man sich da was aufbauen kann, dass man seine Statistiken immer höher treiben kann, die Spielzeit, die Tode, die Unterstützungskills und so weiter. Das hat mich extrem gefreut und so Sommer 2014 ist ja dann, sind ja dann diese Meisterschaftspunkte dazugekommen. Das heißt, wenn du mit einem Champ gespielt hast, hast du ja Punkte bekommen und umso öfter du mit diesem Champ gespielt hast, umso höher war dann die Punktzahl. Und dann habe ich quasi ein eigenes Spiel draus gemacht und habe dann immer mit einem Champ gespielt, also es war vorher schon. Das hat mich dann quasi nochmal darin bestärkt, meinen Weg weiterzugehen. Ich habe dann immer denselben Champ gespielt und war dann tatsächlich weltweit der mit den meisten Meisterschaftspunkten auf einen Champ. Das muss man sich mal geben. So viel habe ich in diesem Kackspiel erreicht. Natürlich war das, wie gesagt, eine Eigen-Challenge. Ein eigener Weg, also niemand hat sich wirklich jemals ernsthaft für diese Meisterschaftspunkte interessiert, leider Gottes. Ich habe versucht, dann meine Twitch-Karriere etwas darauf aufzubauen, das hat leider nicht so wirklich gut funktioniert, weil die Leute eher auf die eigentliche Rangliste geachtet haben, also nicht die, die sich dann subkulturell entwickelt hat, sondern dieses typische, hey, bist du jetzt Gold, bist du jetzt Silber, bist du jetzt Platin oder so. Aber da hatte ich ja nie wirklich die Chance zu steigen, weil es ja fucking Teamspiele sind, weil deine Teamkameraden dich ja immer behindert haben. Das heißt, ich konnte schon gut spielen, aber konnte auf der richtig wichtigen Rangliste nie wirklich steigen, weil meine Teamkameraden... Fuck, das ist wieder ein Extrakampf, ne? Oh Junge, weil meine Teamkameraden immer scheiße waren, ja. Also wirklich, ich kann euch das nur wärmstens empfehlen. Das ist, ich bereue es. Ich bereue es im Nachhinein sehr, weil, hatte ich es gesagt, das war ja auch der Moment, wo mein Kanal den Bach runtergegangen ist. Persona PSP habe ich noch gemacht und dann, es fing langsam an, okay, ich habe hier mal so ein bisschen LOL gespielt, da mal so ein bisschen, habe parallel noch Let's Plays gemacht. Ja, aber so 2015 aufwärts, von 2015 bis Ende 2017, da habe ich quasi nicht viel auf meinem Kanal gemacht, weil ich die ganze Zeit LOL gespielt habe. Weil ich, wie gesagt, Spaß dran hatte und ich hatte dann diese Borderline-Einstellung. Also das Spiel hat mich vergewaltigt, die Community hat mich vergewaltigt, aber das Gameplay, das Grund-Gameplay hatte sich ja nie geändert. Ja, das ist wie wenn du Fußball spielst. Jeder kennt Fußball. Der Unterschied ist nur, dass bei LOL ist es quasi so, LOL-Fußball wäre so, dass du nicht nur Fußball spielst, sondern die Leute laufen mit Kettensägen rum und schlitzen dir das Bein ab oder jemand schießt Giftpfeile auf dich oder so. Du wirst halt geschlagen, vergewaltigt, die werden permanent Gliedmaßen gebrochen, du wirst gemobbt und so weiter. So war ist das. So, es ist das Äquivalent quasi so zwischen LOL und Fußball, ja. Das Grundspiel ist immer gleich geblieben, aber du hast halt extrem unter dieser Community, unter diesem Balancing-Team gelitten. Und im Nachhinein, auch wenn ich, wie gesagt, immer noch stark an meiner Bindung zu Ari festhalte und immer noch dazu stehe, auch wenn sie nicht lebendig ist, ich würde für sie sterben. Ich weiß, das klingt ein bisschen konfus, ist aber so. Trotz alledem bereue ich es wirklich im Nachhinein sehr, dass ich angefangen habe, dass ich in diese Missbrauchsbeziehungen reingefallen bin. Weil da, diese Zeit, die kriege ich nie wieder. Und ich hätte quasi, ich habe ja jetzt an die 4000 Videos oder so, ich hätte locker schon das Fünffache haben können. Das ist wirklich sehr, sehr traurig. Also ich kann nur wirklich jedem wärmstens davon abraten, sowas intensiv zu spielen. Wie gesagt, CSGO und Overwatch darf man nicht vergessen, aber die sind im Vergleich nicht so krass, weil das Ding ist auch, dass man bei LOL ist man mehr von seinem Team abhängig als bei CSGO und Overwatch, weil LOL ist ja auch irgendwo ein Rollenspiel. Und bei Rollenspielen ist es ja so, es geht ja nicht nur darum, was du kannst, sondern auch was du hast.
Und wenn deine Teamkameraden ständig sterben, dann geben sie dem Team ja Erfahrungspunkte. Ja, und es ist egal, wie gut du bist, wenn der Feind 3-4 Level über dir ist, dann kannst du einfach nichts machen. Und dementsprechend, wenn, dann würde ich am ehesten Overwatch empfehlen. Das finde ich noch am angenehmsten. Dann CSGO und dann, und wenn ich dann sage, dann meine ich nicht, dann sollte man definitiv nicht LOL spielen, weil ganz ehrlich, ich würde es über die Gaskammer stellen und ich würde es über Vergewaltigung und Mord und Totschlag stellen, weil das ist Gesellschaft pur, ja. Das ist so gesellschaftskritisch, dass es letzten Endes auch dazu gekommen ist, also ich wurde ja dann, Ende vom Lied, falls es jemand interessiert, ich habe so viel Zeit in dieses Spiel investiert, so viele Stunden und im Endeffekt wurde ich gebannt. Einfach weil ich nicht mehr klargekommen bin, weil alle meine Spiele kaputt gemacht haben und ich dann angefangen habe, meine Mitspieler immer mehr zu kritisieren, natürlich immer aggressiver und dann wurde ich halt gebannt. Aber man muss fairerweise sagen, dass der Permaban lange auf sich warten gelassen hat. Ich habe gefühlt 2,5 Jahre den Leuten Mord- und Totschlagdrohungen geschickt über den Chat und jetzt kommt's. Ich level ja LOL-Accounts auf, das habe ich schon mehrfach gesagt. Und ich habe dann mit einem Account, mit einem frischen Account, habe ich mal den Klimawandel bei LOL kritisiert, ja. Ich habe jahrelang Menschen auf übelste Art und Weise beleidigt. Nichts ist passiert. Und dann kritisiere ich einmal den Klimawandel. Ich habe gesagt, dass der Klimawandel fake ist, dass ihr Deutschen alle ausgebeutet werdet, weil der Klimawandel findet ja primär in Deutschland statt und soll sich ja von hier quasi ausbreiten. Also diese Behauptung von wegen, die Menschen hätten ja daran Schuld, obwohl das ja was völlig Natürliches ist, der Klimawandel. Und dann wurde ich tatsächlich gesperrt, ja. Du kannst Menschen zu Tode beleidigen und du kritisierst einmal den Klimawandel und du wirst direkt gebannt. Ja, also zugegebenerweise, es war kein Permanent-Bann, weil das ein frischer Account war, aber Fakt ist, ich wurde gebannt. Schneller, als das bei dem anderen Account passiert ist. Also da hat es ja wirklich Jahre gedauert. Ich habe im 20-Minuten-Takt habe ich die Leute beleidigt und ich habe dann erst nach 2 Jahren habe ich mal einen Bann gekriegt. Also es gibt ja erstmal einen Bann, beziehungsweise 2, je nachdem wie du Glück hast. Entweder du kriegst erst den 7-Tage-Bann, dann den 14-Tage-Bann und dann den Permaban oder der 14-tägige Bann wird halt übersprungen. Also, damit wir hier mal politisch korrekt alles klären. Ja, ich habe keinen Permaban gekriegt, aber ich habe trotzdem vergleichsweise eine 5000-fache härtere Strafe gekriegt als für meine 30.000 Mord- und Totschlagbeleidigungen und Drohungen. Und wie gesagt, das alles und noch viel mehr könnt ihr in meinen beiden Formaten erleben. Das ist im Grunde wie hier. Ich spiele das Spiel und kritisiere es die ganze Zeit. Nehme die Community auseinander, meine Mitspieler. Das ist wirklich, ich sehe das irgendwo als Doku an. So wie man, ja, eben halt Leute aus dem Zweiten Weltkrieg fragt, so sehe ich meine beiden LOL-Formate an. So ich als Zeitzeuge, ich war dabei, ich habe es erlebt. Und man muss es irgendwo mal erlebt haben, sage ich mal. Oder man bleibt, wie gesagt, komplett davon fern. Also nur mal so, wenn ihr wirklich den Hauch einer Lust habt, jemals League of Legends spielen zu wollen, dann rate ich euch dazu, schaut euch meine Videos an und danach habt ihr garantiert keine Lust mehr auf dieses Dreckspiel. Aber gut, yo, in der nächsten Folge werden wir mal schauen, dass wir den besiegen können. Vielleicht geht es ja dieses Mal. Ich würde dann auch tatsächlich dieses Mal es drauf ankommen lassen. Weil wir ja nicht so viel geschafft haben. Ich lasse mir ungern noch so einen entgehen. Aber man sieht, ich habe offensichtlich nicht gelernt. Ich habe auch irgendwie nicht damit gerechnet, dass es jetzt wieder passiert. Eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, vorher einen Speicherpunkt zu setzen. Ja? Vor jeder Kiste. Einfach einen fucking Speicherpunkt machen. Das muss in meinen Schädel rein. Weil, ja, anscheinend ist es ja wirklich gang und gäbe, dass pro Dungeon mindestens einer dieser Fucker dann auftaucht. Ja,
So, sorry, dass ich jetzt wieder so lange geredet habe und nicht gespielt habe. Aber wirklich, LOL ist für mich, als hätte mich jemand vergewaltigt. Und das sage ich als Kerl natürlich, das ist immer klar. Kerle können auch vergewaltigt werden. Das alles andere wäre sexistisch. Aber natürlich, so wie man es immer hört, sind es ja natürlich eher die Mädchen, die vergewaltigt werden. Aber sagen wir es einfach mal so. Wenn ich an LOL denke, an meine LOL-Zeit, dann fühle ich mich wie ein, ja, 14-, 15-jähriges Mädchen, das eiskalt missbraucht wurde über Jahre. Ich bin nicht stolz auf meine LOL-Zeit. Also, ich bin stolz darauf, dass ich versucht habe, gegen den Strom zu kämpfen. Aber was soll ich sagen? Ich wurde permagebannt. Man sieht, es hat nicht so viel gebracht. Und LOL war ja auch letzten Endes der Ort, wo ich die meisten abgefuckten E-Girls gefunden habe. Also hier von wegen diese Geschichte von wegen, ja, ich habe mich mit einer getroffen und blau und Kicks. Das war eine von diesen Tussen, die ich durch LOL getroffen habe. Generell die, ich habe ja bestimmt so an die letzten Endes, ich übertreibe jetzt mal ein wenig, 100 LOL-Bekanntschaften gehabt, also mit denen ich dann auch wirklich mal über Headset geredet habe. Mit den einen hatte ich ein paar Monate Kontakt, mit den anderen nur ein paar Wochen. Und wenn wir die jetzt alle mal etwas runterrechnen auf 10 Personen, muss ich sagen, dass von den 10 Personen maßstabtechnisch, die ich bei LOL kennengelernt habe, waren 9 abgefuckte Psychopathen E-Girls, die wie gesagt nackt Fotos rumgeschickt haben, die mit der halben LOL-Community rumgemacht haben. Geisteskranke, die bei jedem Scheiß ausgerastet sind, wo ich dann natürlich ganz zum Schluss auch dazu gehört habe. Richtig, richtig, richtig abgefuckte Leute. Also scheiß mal auf Tinder. Wenn ihr wirklich eine abgefuckte Beziehung, ein abgefucktes Mädchen kriegen wollt oder so, das ist auch eine Möglichkeit, spielt LOL. Wobei manche würden auch sagen, spielt Final Fantasy 14. Das kann ich aber nur so als Informationsüberbringer an euch weitergeben. Ich habe es nicht selber gespielt, aber da soll ja auch viel abgefuckter Shit passieren. Aber so LOL schreit einfach. Es schreit schon vom Weiten. Tut es nicht. Tut euch das nicht an, wirklich. Ich habe so viel gespielt, ich habe so viel erlebt. Und ich würde selbst all das, was ich in meinem Leben ertragen musste, ich würde das alles über LOL stellen. LOL war wirklich, so, wenn ich am Ende kurz bevor ich sterben würde, wenn mich jemand fragen würde, also ich kann das jetzt nur natürlich bis jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich in der Zukunft noch irgendwas mache, auf das ich nicht stolz sein würde, aber wenn ich jetzt sterben würde, kurz bevor ich sterbe, wenn mich Gott fragen würde, bist du auf dein Leben stolz? Ich würde sagen, ja, bis auf die Tatsache, dass ich mit LOL angefangen habe. Eiskalt, das ist wirklich eklig. Es ist wirklich eklig. Ja. Ja, aber okay, ne? Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.